Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Lernen und Handeln mit der Forex Pro Community mit Thorsten Helbig. Ich freue mich, dass Sie heute Morgen live dabei sind und natürlich, dass Thorsten wieder hier mit uns diese Veranstaltung macht. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXLet. Wir schauen uns wie immer den Risikohinweis als erstes an, denn auch dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen, auch wenn der Thorsten sehr wahrscheinlich heute das eine oder andere Setup heute zeigt. Nichtsdestotrotz dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, dann schalten wir doch einfach mal rüber und ja, gucken wir mal, was der Thorsten für uns mitgebracht hat. Ich wünsche wie immer viel Erfolg und viel Spaß. Ich bin im Hintergrund, wenn irgendwas sein sollte. So, guten Morgen. Guck mal hier, Live-Haltung aus Köln. Nee, nach Köln, oder wie heißt das immer? Guten Morgen in die Runde. Ja, wir haben aufregende Zeiten, wie man sieht, seit gut einer Woche. Wir haben es bei uns in der Gruppe ja schon mal ganz grob erörtert. Was unterscheidet uns von den Amis, außer der Sprache? Die Amis haben einen Präsidenten. Wir sind weit davon weg. Guten Morgen, Stefan. So früh wach? Machst du denn deinen Laden auf, sag mal? Wir, seitdem es nun zweimal nacheinander kurz fürchterlich geknallt hat, erst kommt ein neuer Präsident und dann geht ein alter Kanzler, ohne jetzt den Wahlen vorgreifen zu wollen, aber die Umfragewerte sprechen ja ihre eigene Sprache. Und das ist gut so. Nur viel zu spät. Diese Geschichten, die werden uns auch die nächste Zeit mit Sicherheit noch begleiten, wenn ich an die letzte Amtszeit von Trump denke, welche Vola wir da zwischendurch hatten, dann können wir uns ab Januar auf die nächsten 4 Jahre oder ab jetzt die nächsten 4 Jahre auf zu den ein oder anderen auf die ein oder andere heftige Bewegung einschießen. Jedes Mal, wenn Trump irgendwas gepostet hat, irgendwo getwittert hat oder geixt hat, dann konnte man sich darauf einschießen, dass der Dow und der DAX sich heftig bewegt haben. Also das sollten wir für die nächste Zeit oder für die nächsten Jahre ins Kalkül ziehen und sollten unseren Handelsstil dementsprechend anpassen. Guten Morgen, Hubert. Das eine ist von dem anderen nicht zu trennen. Das eine macht die Kurse, das ist die Börse, und die Politik ist entweder das Valium, die Schlaftablette, oder ist der Turbo, um die Kurse, die Marken zu erreichen. Beides ist voneinander untrennbar, wie man letzte Woche auch sehen konnte. Wir machen trotzdem dieses Wissen oder diese Nummer im Hintergrund, im Hinterkopf zu haben, machen wir trotzdem täglich unsere Handelspläne. Und ich möchte kurz darauf verweisen, es ist eine Veranstaltung der Forex Pro Community, die diese Art von Webinar, diese Art der Analysen jeden Morgen, dreimal die Woche auf jeden Fall, morgens macht, und alle 14 Tage sind Gäste kostenlos herzlich willkommen, wenn sie sich wie Gäste auch verhalten. Wir haben gestern Morgen den Plan gemacht im Euro, dass wir
hier runter wollten. Hier, ich nehme diese Geschichte hier mal raus. Die könnte jetzt etwas irritieren. Ja, wir wollten gestern Morgen hier runter unter diese Range-Kante hier, unter diesen Bereich. Wir haben hier unsere Zielbereiche, einmal bei der 29 und einmal hier unten bei der 09, so dass wir exakt um einen Tick größer sind in den Abständen, als wir sonst die Sperrzone haben. Damit hatten wir gestern keine Sperrzone. Wir wollten hier runter, wir wollten hier hoch. Idealerweise ging die blaue Linie, Schritt 1, hoch bis zur 10629. Wie gesagt, long handeln wir nur bis zur 10629 und danach sollte es runtergehen auf neue Tiefs unter dieses Tief hier vom Dienstag unter die 106 grob. Also hier 10695. Da sollten wir neue Tiefs drunter kriegen. Er hat die Reihenfolge gestern gewechselt, hat erst ein neues Tief gemacht, dann hoch über diese, exakt an die 10629. Diese Longnummer, die konnten wir auch gut nutzen, um dann von dort auch wieder runter zu laufen. Alles andere danach hier war nachher Bonus, aber diese Geschichte hier, von da unten bis hier hoch, das war die eine Nummer, die wir handeln wollten. Über der 09 bis zur 29 und ab der 29 wollten wir runter. Das heißt, wir hatten eine Spanne von 10609 bis zur 29. Wir hatten einmal 20 Punkte long, die Chance gut zu handeln und wir hatten die Chance short entsprechend ebenfalls zu handeln. Jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken, um das auch entsprechend hier dahin. Und das waren die Positionen, die wir gestern gehandelt haben. Ich habe gestern Morgen hier, das ist nachher das Ergebnis aus so einer Geschichte. Ich habe gestern Morgen diese Long-Geschichte das erste Mal gehandelt und habe dann die ersten Verluste kassiert, hier mit 7 Pips, die wir dann aber auch sehr schnell mit den Shorts wieder wettmachen konnten. Na, komm. So. Und wir haben noch eine DAX-Short-Position laufen, auf die wir dann gleich eingehen. Diese Geschichte hier hat sich dann, nachdem er hier runter ist, in den folgenden Abschnitten so ergeben, wie wir die Art haben, auch zu analysieren. Dazu muss ich jetzt die Zielbereiche hier einmal ausschalten. Dann wird die ganze Geschichte sauberer. Wir haben den Abwärtstrend über 10616 kaputt gemacht gestern, aber auch nur temporär, wahrscheinlich aufgrund der Reden, die gestern im Bundestag gehalten wurden. Nichtsdestotrotz haben wir hier Bewegung A, die hier unten von dem unteren Zielbereich. Muss ich eine 2 draus machen, sonst wird das nichts. Da. Die hier unten von dem unteren Zielbereich von der 96 hochgespült hat bis an die 10630. Das heißt 34 Punkte nach oben.
um dann diese ganze Nummer auszukorrigieren, und zwar exakt um die 50%, wenn ich das so richtig sehe hier. Genau. Da. Exakt 50%. Auf der 50% hat er dann ganz sauber gebremst, um dann die Welle C zu machen. Wir haben hier Welle A und wir haben hier dann die Welle C und die ist gleich A. So, nachdem die Welle C hier komplettiert wurde, hatten wir auf jeden Fall die Chance, dass diese Bewegung ebenfalls um 50% auskorrigiert wird. So, wir nehmen mal dieses, benutzen mal dieses Rechteck hier dafür. Da. Weil wenn C gleich A ist, dann ist B auch gleich D oder D ist auch gleich B. Das heißt, die Chance von da oben bestand auf jeden Fall, dass wir bis hier runter zurücklaufen, bis auf diesen Zielbereich. Da C etwas länger ist als A, darf D auch einen kleinen Tick länger sein als B. Und erst dann wurden die Karten hier neu gemischt. Diese Bewegung war klar, die Korrektur 50% ist klar, diese Folgebewegung war auch klar und dann die Korrektur war ebenfalls klar. Was dann das Regelwerk durcheinander gebracht hat oder über den Haufen geschmissen hat, ist in der Regel, wenn Bewegung C länger ist als A, dann kommt Bewegung E mit hoher Wahrscheinlichkeit, die dann wieder A entspricht. C ist länger als A, demnach hätte ab hier, circa ab unserem Zielbereich und ab der Oberkante hier bei der 10630, hätte Bewegung E starten können, ebenfalls nochmal um 30 Punkte nach oben, dann wären wir bei der 10600. Nicht 30, sondern 60 Punkte wären wir bei der 10690 gelandet. Der ganze Kram wurde abrupt abgebrochen. Das gucken wir uns gleich im H1 nochmal an, um dann in einem Rutsch von der 10653 abzurauschen bis zur 10553. Diese Bewegung circa 100 Pips und das in einem Zeitfenster von 14:30 Uhr bis 16 Uhr. Genau, in 1,5 Stunden, was auch mit Sicherheit den News geschuldet ist, die gestern um 14:30 Uhr kamen. News werden in der Regel wieder zurückgekauft, ist ja ein altes Sprichwort. Was aber dann gestern nicht erfolgt ist, sondern wir haben diesen 100-Punkte-Rutsch gemacht von unten. Von oben nach unten haben dann eine Korrektur angesetzt, die dann ungefähr 50, 40 Punkte nach oben gezogen hat. Aber danach bröckelte dann der Euro weiter weg. Irgendwie kann ich so manchen Sachen nicht folgen. Muss ich auch nicht. Ich glaube, ich höre auf zu lesen hier. Wir befinden uns jetzt hier in einem Abwärtskanal. Da. Indem wir uns jetzt hier ganz entspannt nach unten schaukeln. Wenn wir die Spikes weglassen, ich würde dieses Tief hier als Parallellinie nur als Hilfslinie nehmen.
dann wird es jetzt schwierig, unseren üblichen Tagesplan zu machen, weil wenn wir uns in dem Kanal weiter nach unten schieben und danach sieht es hier im Moment aus, dann kann es dazu führen, dass dieser Bereich heute unberührt bleibt. Wenn wir den Kanal optisch mal ausblenden, ist der normale Verlauf. Wir haben hier jetzt diese Bewegung. Diese haben wir jetzt wieder um 50% korrigiert. Demnach darf rein theoretisch C gleich A folgen. Dann wären wir da. Dann darf Bewegung B gerne dupliziert werden. Darunter. Und dann dürfte die dritte Welle kommen und hier oben ganz kurz. Hier oben einmal drüber lupen, diese beiden Hochs wegräumen. Das wäre die optimistischste Variante und das würde für mich heute heißen, da oben haben wir einen Short-Bereich. Wir müssen gleich mal in den H1 gucken, ob wir die ganze Geschichte vielleicht noch korrigieren. So, und damit hätten wir hier einen Short-Bereich. Short-Bereich, wenn der Kanal nach oben verlassen wird. Das darf einmal bitte schön geknipst werden. Für die, die hier neu sind, wir machen hier von Screenshots während den Webinaren veröffentlichen, die auf unserer Kommunikationsoberfläche Slack, wo wir in unserer Community die Positionen tagsüber auch begleiten. Okay, das wäre unser Plan nach Zielbereichen. Nach Euro Pro dürften wir erst shorten, wenn wir unten unsere Zielbereiche verlassen. Das wäre in dem Fall jetzt dieser Weg. Und dann würden wir diese Abwärtsspirale, die jetzt kaum noch aufzuhalten ist, dann dürfen wir hier unten drunter unter der 10533 nach Euro pro Shorten. So ist unser Regelwerk. Euro pro unter 10533. Sind dazu Fragen, dann tippt sie jetzt hier rein. Wer ist eigentlich wir? Gibt es da noch mehr Leute, die da verantwortlich sind? Ist das ein Team? Wir sind eine der größten Händler-Communities in Deutschland. Dass das keine One-Man-Show im Keller ist, dürfte klar sein. Wie darf ich mir dieses Wir vorstellen, ist hier die Frage.
Ja, wir ist immer mehr als einer. Wir sind ein Zusammenschluss, eine Community aus Börseninteressierten, die sich hier morgens treffen und die Märkte analysieren. Unter meiner Wenigkeit, was ich seit bummelig 20 Jahren hier mache und wir dann gemeinsam die Märkte durchflügen und unsere Setups, so eine Handelspläne für den Tag hier aufstellen. Und dann werden diese auf Slack, mal gucken, ob ich das jetzt schnell finde, da. Das ist unsere Kommunikationsplattform und da werden so eine Position den ganzen Tag hier begleitet. Parallel dazu führen wir ein Positionstool, akribisch, wo alle Positionen, kommuniziert werden und auch in einer Excel, in einem Google Sheet dementsprechend eingetragen werden, vollautomatisch. Und daraus entsteht dann unsere Performance-Tabelle, die wir auf der Homepage veröffentlichen. Also machst du die Pläne alleine, wir sind dann die Follower. Nein, ob du ein Follower wirst, bist oder nicht, das würden wir beide gemeinsam entscheiden. Das entscheidet bei uns nicht jemand alleine, sondern das entscheiden wir beide gemeinsam. Und ich mache nicht die Pläne. Die Pläne macht die Börse, die macht der Markt. Sondern ich gebe das preis, was ich in 20 Jahren Erfahrungen gesammelt habe, an Wissen angesammelt habe und mache daraus meinen Plan, meinen. Und diesen Plan, den kommuniziere ich so, dass andere Händler auch bei uns aus der Community diese Sachen eventuell benutzen können, um ihre eigene Analyse darauf aufzubauen. Dafür machen wir diese Webinare. Dort zeige ich meine Pläne, meine Denkweise hier auf die Charts. Dann macht jeder seine Pläne alleine und ich stehe für Fragen zur Verfügung, um diese dann zu beantworten. Okay, das hier wäre der Tagesplan für den Euro heute. Der darf, ich weiß nicht, ob das schon drinne stand hier, in dem letzten Bild. Ansonsten wären das hier unten als Kreuzwiderstand, wäre das hier eine, ja, machen wir ein bisschen dicker. So, und da haben wir den Kreuzwiderstand. So, Kreuzwiderstand aus Kanal und Zielbereich. PBD? Ja, das darf jetzt noch mal geknipst werden. Engulfing an der 61,8 handelst du den? Wollen wir mal in den 1 Minuten gucken? Gemeinsam? Oh, hast du schon geknipst? Gut. Wir haben ein bullisches Engulfing im M5. Hier unten an der 61,8. Ist das überhaupt die 61,8? Das muss ich erstmal, nur muss ich mal prüfen hier, ne? Exakt an der 61,8, mein lieber Jens. Fein aufgepasst. Kannst du ein Bienchen ins Muttiheft schreiben? Ich zeichne nachher gegen. So. Was sollten wir oder können wir denn hier in diesem Bereich jetzt, was hätten wir denn jetzt hier an Handelsmöglichkeiten?
Die erste Nummer, die wir handeln können, da wir diese Bewegung hier hoch handeln wollen, wäre sauber, Joachim, genauso ist es, Long nach Euro Pro. Schauen wir uns dieses Szenario mal an, gemeinsam, oder? So. So kann man das besser erkennen. Wir haben hier ungefähr die 61,8. Damit hat er dieses Tief gemacht. Wir sind in die, wir haben hier eine Aufwärtsbewegung und diese Aufwärtsbewegung ist jetzt in, wird mit einem Abwärtstrend auskorrigiert. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Dann wurde hier der Abwärtstrend gebrochen, aber danach direkt wieder massiv Abverkauf. Bärisches Harami, direkt Abverkauf. Wenn man hier Euro pro Long hätte handeln wollen, wäre oder hätte das Setup hier nicht gegriffen, weil der Rücklauf viel zu kräftig war. Und damit haben wir hier die Bewegung, Korrektur, Bewegung. Man merkt, dass der Joachim schon mal ein Seminar besucht hat. Korrektur, Bewegung. Wir befinden uns hier an dem, das oder hier ist das letzte Hoch von dem Abwärtstrend. Das letzte Hoch ist kaputt. Da. Aber unsere Wolke ist im Moment massiv rot. Wir müssen jetzt darauf warten, hier, dass die Wolke sich blau färbt und die Einstiegslinie oberhalb von der Trendlinie ist. Dieses Szenario ist noch nicht gegeben. Und der Filter im Hintergrund ist ebenfalls noch rot. Damit haben wir noch kein Long Setup. Wir bräuchten jetzt erstmal noch eine blaue Wolke. Das wäre eine Grundvoraussetzung. Und hier stinkt es eher danach, dass hier gleich diese beiden Linien ein Stück parallel laufen. Hier, die nähern sich gerade. Und wenn die jetzt keinen Schnitt hinkriegen, sondern parallel laufen und dann wieder nach unten abdrehen, dann werden wir hier direkt stramm fallende Kurse sehen. Und wir werden kein Euro pro Long Setup hinbekommen. Ich für meinen Teil wäre jetzt mit Long vorsichtig, auch wenn wir im M5 ein bullisches Engulfing haben. Und wenn es nach Euro pro dem Regelwerk hier entspricht, aber der Schnitt ist nicht da, die Wolke ist blau, die Trendlinie ist, die Wolke ist noch rot, die Trendlinie ist noch rot und der Filter im Hintergrund ist auch rot. Das sind drei Kriterien, die gegen Long sprechen. Dazu bräuchten wir jetzt wahrscheinlich erstmal neue Hochs, die werden, solange wir hier diese Kanalkante oben haben, die da oben deckelt, wird es auch schwierig sein, diese Bewegung zu vollziehen. Diese Geschichte hier können wir jetzt schon mal wieder verschieben, weil der Start ist schon mal weiter unten erfolgt. Und erst wenn der Start erfolgt ist, dann können wir auch die dritte Welle, also dann können wir die Korrekturwelle einzeichnen und dann auch die dritte Longwelle errechnen, wo die eventuell starten wird. Seminare finden die öfter statt. Die Seminare finden in kleinen Gruppen statt. Ich arbeite hier bei mir im Büro in der Regel mit 5 Leuten, die wir hier zu uns ins Büro einladen und ein Live-Seminar hier vor Ort bei mir in meinen Räumlichkeiten hier machen. Voraussetzung dafür ist, dass man eine Euro-Pro-Lizenz hat, Mitglied bei uns in der Community ist
Wenn man das werden will, muss man erstmal an mir vorbei. Der eine oder andere weiß, das ist nicht so ganz einfach. Und wer an dem, zu einem Seminar zu uns nach Hause in mein Reich kommt, hier oder in unser Reich, das ist das Reich von mir und meiner Frau, von meiner Frau und mir, Entschuldigung, das entscheiden wir dann ebenfalls gemeinsam. Ansonsten sehen wir zu, dass wir einmal im Jahr ein größeres Seminar mit 8 bis 10 Leuten machen, das aber dann in Hotel oder in Seminarräumlichkeiten, die wir anmieten. Okay, sind hierzu jetzt noch Fragen? Mit jetzt war der Schnitt auch noch nicht. Jetzt laufen sie beide parallel nach oben. Im Moment sind sie beide nach oben gedreht. Ich weiß ja, wie die Dinge programmiert sind. Wir brauchen mit Sicherheit ein neues Hoch darüber, bevor wir einen ziemlich sauberen Schnitt sehen. So wie hier ein sauberer Schnitt. So. Und genau für so eine Sache habe ich hier drüben einen 70 Zoll Bildschirm an der Wand hängen. Dann kann man das nämlich auch aus der Entfernung besser sehen. Das sieht sehr bunt aus jetzt, aber ich glaube, da mal in die Tiefe zu gehen, hat jetzt gar nicht so geschadet. Gerade für die, die Euro Pro schon länger handeln. Die, die schon länger dabei sind, sind Fragen dazu oder muss ich da noch ein Stück tiefer drauf eingehen? Wenn ihr euch jetzt unsicher seid, dann nehmt euch einen Zettel und einen Stift, schaut euch die Aufzeichnung an, wenn ich die veröffentliche. Die wird heute im Laufe des Tages noch öffentlich in unserem YouTube-Kanal zu finden sein. Dann, ja, machen wir gleich. Wird im YouTube-Kanal dann veröffentlicht werden. Und wenn, dann schaut euch die Aufzeichnung an und dann sendet die Fragen zu, dann pflücken wir die nächste Woche in den Webinaren auseinander. Jetzt wird der Schnitt hier angestrebt, was man eben schon an der Dynamik von dieser Kerze gesehen hat. Schauen wir noch auf ist nicht erst einmal Euro pro M5 entscheidend, da wir haben diese Bewegung, wir bewegen uns hier im Korrekturmodus, mein lieber Joachim, Joachim 2, Weizen-Achim oder wie man ihn auch nennen will, nimm mal deine Matrix aus dem Seminar, die du da mitbekommen hast. Oder schau in deine Seminarunterlagen, dort ist die Matrix drinne und geh bitte mal alle Punkte durch. Alle Punkte einzeln durchgehen, den Ablauf. Und dann kannst du entscheiden, ob wir jetzt einen Einstieg haben oder nicht. Aber schön, dass wir mal so intensiv darüber reden hier. Das machen wir eigentlich viel zu selten. So. Und jetzt schauen wir auf den H1. Im H1 gibt es nicht viel zu sagen. Wir haben hier den Ziel aus dem Doppelboden. Das ist alles Geschichte, was wir da drin hatten, ist von den letzten Malen. Das können wir rausnehmen. Da. Und hier brauchen wir im Grunde genommen erstmal gar nicht so groß rumeiern. Bewegung. Korrektur, ich mache das jetzt mal ziemlich grob, weil ich dann die größeren Zeiteinheiten auch mitnehme. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Wer das Seminar bei uns schon mal besucht hat,
Oder wer sich ein bisschen damit auskennt, was fällt euch hier in diesem Fall jetzt auf? Wenn wir jetzt so da drauf gucken, was ist der erste Blick, den wir da drauf haben, oder was sagt uns der erste Blick auf diese auf den Chart? Was können wir dem entnehmen? Wir haben einen Abwärtstrend. Moin Stefan, dich habe ich auch schon ewig nicht gesehen hier. Wir haben einen Abwärtstrend, das ist wohl richtig. Nee, ich weiß es nicht, du. Deswegen frage ich. Ich bin ein bisschen doof. Ich bin ja hier, um was zu lernen, ne? Und da ich zu blöd bin und hier nichts weiß, muss ich die anderen immer mal fragen, was man hier so vielleicht verwerten kann. Abwärtstrend ist vollkommen richtig, ja. Was mir auf den ersten Blick auffällt, ist, wir haben die erste Welle. Ich will jetzt nicht auf C gleich A eingehen, das wird jetzt zu kompliziert. Wir haben die zweite Welle. Das heißt, die erste Welle wurde hier in zwei Wellen zusammengefasst. Wir haben die erste Welle, wir haben die zweite Welle, wir haben die dritte Welle und wir haben hier die vierte Welle. Wir haben vier Wellen von oben nach unten abgearbeitet und wir befinden uns hier unten mit den Kerzenmustern. Na, da mit den Kerzenmustern in einer schwierigen Situation. Wir haben hier einen sauberen Hammer. Der diese Range hier festlegt. Und die Folgekerze hier eine ebenfalls saubere Umkehrkerze, so dass wir im Bereich von der 33 bis zur 53 haben. Das heißt, wir gehen, jetzt kommt die dritte Kerze in Folge, die die Unsicherheit, die Schwäche hier unten im Markt signalisiert. Erste Schwäche durch die lange Lunte, zweite durch diesen Kreisel und hier müssen wir um 9 sehen, wie diese Kerze endet. Da oben drüber, ich mache die mal blau. Über 10553, 0553, vorsichtiger mit Shorts, heißt einfache Position. So kann man das auch lesen. Ich mache das mal blau, dann passt das besser. Wenn wir hier Shorts hier über der 10553 starten, dann nur mit einfacher Position. Ansonsten, wenn Short unsere Hauptrichtung ist, nehmen wir immer doppelte bzw. teilbare Position, so dass wir die Hälfte mit dem Tagesziel realisieren können und die andere Hälfte etwas länger laufen lassen können. Das darf auch geknipst werden.
Okay, dann werfen wir noch einen Blick auf den DAX. Da, der befindet sich hier, was ist das hier? Das sieht doch komisch aus. Müssen wir mal wieder schön machen hier, ne? So, geht doch. So, wir haben gestern Morgen haben wir in unserem Plan zwei wichtige Linien eingezeichnet, die 18.900 und die 18.785. Die 900 wurde kurz nach unten durchstoßen. Wir haben ein neues Tief und damit haben wir jetzt auch einen schönen, hier den Aufwärtstrend, den wir hier hatten. Seit der 16.900, seit der 17.000 circa, gucken wir mal genau. Genau, seit der 17.000 haben wir Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Und wir haben hier das letzte Tief hier unten. Das haben wir gestern das erste Mal nach unten durchschossen. Das heißt, wir haben jetzt einen Abwärtstrend in einem intakten Aufwärtstrend, weil dieses Tief hier durchschlagen wurde und im H1 ist es schon kaputt gegangen. Mir wäre ein Tagesschluss unter der 18.900 lieber gewesen, weil dann gehen wir ziemlich zügig unter der 18.900. Unter 18.900 per Tagesschluss zügig haben wir dann hier das nächste, nimmt er jetzt nicht, wir haben für uns festgelegt, da es ja oft nicht so genau ist, haben wir festgelegt, 18.250. Da, wir haben hier das Low bei 186 und wir sollten dann, wenn wir den Tagesschluss da unten hinkriegen, sollten wir, ist das hier unten das Ziel. Die ersten Anzeichen gestern waren da, und wir haben eine faire Chance, die Marken auch da unten zu erreichen. Wir haben gestern das 50er Fibo-Level hier unten im Daily Chart oder im Tageschart verletzt. Wir hätten hier unten die 1784 als das Zwischenhoch, was wir hier hatten, verbunden mit dem 61,8er Level, wäre eventuell noch eine Marke, die heute angesteuert werden kann. Abwärts ist rot und spätestens hier unten sollte dann auch die Warnlampe angehen. Da unten sollte aufgepasst werden. Achtung für die Bären an der 18.785. So. Ein bullisches Szenario habe ich nicht und ich beachte wohl den Verfall, aber ich beachte nur das Datum in dem Verfall. Der Verfall ist morgen Mittag. Wir werden sehen, wo wir morgen hinkommen. Und ich bin froh, dass wir hier ein
schönes Orakel haben, dass wir hier auch Leute dabei haben, die die Glaskugel lesen können und festlegen, die 7, 5, an die 18.785 kommen wir heute nicht hin. Okay, dann kommen wir heute eben nicht hin. Ich werde es mir selbstverständlich zu Herzen nehmen. Nützt bloß nichts, wenn wir dafür keine Regel haben. Das heißt, wir bleiben da. Wir haben gestern hier dieses Szenario aufgerufen. Wir haben gestern die Marken hier festgelegt. Wir haben die Hochs und die Tiefs aufgezeichnet, um dann diese Nummer nach unten wegzuziehen. Und auch hier nach C gleich A wäre die 784 gestern dran gewesen. Bis zur 834 haben wir es geschafft. Wenn so, dann hier den Doppelboden, den haben wir gestern verpasst, leider verpasst. Wir haben uns hier unten abgestoßen, dann zurück, haben direkt den nächsten Anlauf genommen. Diesen Doppelboden, wenn dieses Tief hier ein kleines Stück tiefer gelaufen wäre, wäre es ein, hätten wir ein sauberes Long Setup gehabt, aber haben wir nicht. Aber wir müssen uns danach richten, was der Markt so will. Okay. Wir haben jetzt nichts weiter hier zu verzeichnen als, warte mal, ich nehme den Fibo mal raus, der irritiert jetzt hier ein bisschen. Das ist die Abwärtsbewegung. Wir bewegen uns hier immer noch nee, lass ich mal drinne. Wir bewegen uns hier immer noch in dem ganz normalen Modus. Wir haben die Abwärtsbewegung und sind immer noch unter der 76,4. Und jetzt sogar wieder unter der 61,8. Allerdings ist hierbei zu beachten, wir haben eine Aufwärtsbewegung, bewegen uns hier in einer bullischen Flagge, die eventuell jetzt nach oben aufgelöst werden kann. Nicht muss, aber kann. Dazu müssen wir oder sollten wir heute bis 9 Uhr warten. Wir bewegen uns jetzt hier in dem Bereich von dem Nachthoch. Das Nachthoch ist hier knapp über der 19.000. Da turnen wir jetzt gerade rum. Und dort oben haben wir oft das Phänomen, dass wir dort abgestoßen werden und dann wieder nach unten wegdrehen, um das Nachttief, welches sich hier unten bei der 31 befindet, nochmal anzusteuern und danach eventuell die Flagge nach oben aufzulösen. Aber dazu müssen wir bis 9 Uhr warten. Ich habe gestern bei uns in der Community, in der Gruppe bekannt gegeben, dass wir gestern ein phänomenales Ergebnis eingefahren haben. Durch die Bewegung, ebenfalls durch saubere Analysen, die wir hier gestern gemacht haben, und dass ich mich heute mit dem Live-Handel auf meinen Konten etwas zurückhalte, was immer sehr gut tut, wenn man so einen Tag hingelegt hat. Trotzdem werde ich nachher nach dem Webinar auf Slack Positionen begleiten und auch meine Ideen dort veröffentlichen. Öffentlichen. Ob wir heute hier unten nachher eine Long-Position greifen oder ob wir vielleicht doch eher von hier oben nachher die Shorts bevorzugen, das werde ich wahrscheinlich erst um 9 Uhr entscheiden. Okay, haben wir hier noch Fragen? Ne, ein paar Klugscheißereien haben wir, aber wir arbeiten hier mit ganz klaren Regeln und wenn diese Regeln nicht erfüllt sind, ich habe das gerade im Euro erklärt, wenn diese Regeln nicht erfüllt sind, dann haben wir keine Berechtigung,
eine Position zu eröffnen, weil wenn wir keine Regel haben, dann können wir diese Position auch nicht managen. Und wenn jemand die Regel hat, News werden zurückgekauft, diese Regel wenden wir auch oft an. Allerdings ist das keine Regel, das ist eine Vermutung. Für Regeln gibt es ganz klare charttechnische Parameter, die da beachtet werden müssen. Bei einem Kanal sind es die Kanten, bei einer Range sind es die Kanten. Bei C gleich A sind es die Hochs und die Tiefs. Dafür gibt es immer Regelwerke, um ein SL und ein TP zu platzieren. Plumpe Aussagen, Politik ist immer schneller oder die Politik macht die Börse, das ist für mich kein anwendbares Regelwerk. Das ist gut, wenn man das weiß, aber kein anwendbares Regelwerk, woraus man die Platzierung eines Take-Profits und wir sollten Take-Profits und Stop-Loss aus den Regelwerken ableiten können, weil wir brauchen Entries und wir brauchen Exits und dafür brauchen wir ganz klare Parameter. So. Wenn Fragen sind, dann haut sie jetzt rein. Danke, Stefan, für die Blumen. Er hat gerade geschrieben, lange nicht dabei gewesen, aber das sollte ich wieder ändern. Du machst das spitze. Vielen Dank. Ja, danke für die Blumen. Kann ich nur zurückgeben. Schön, dass der ein oder andere aus den Katakomben wieder zurückkommt und sich hier wieder sehen lässt. Dann macht es auch umso mehr Spaß. Wir sind mit dem fachlichen Teil hier zu Ende. Ich möchte noch darauf verweisen, nächstes Wochenende, nicht jetzt das Wochenende, sondern nächstes Wochenende ist die World of Trading in Frankfurt. Dort sind wir anwesend. Man findet uns unter der Telefonnummer, beziehungsweise liegen auch an ein oder zwei Ständen Flyer von uns aus, wo man uns findet am Freitagabend, nächsten Freitag, also nicht morgen, sondern nächsten Freitag um 17 Uhr, habe ich für 17 Uhr einen Vortrag vorbereitet, den ich im Raum 1 auf der World of Trading im Messeforum dort halten werde. Wer Lust hat, kann dort gerne mal vorbeikommen, steckt euch ein Bier in die Tasche, kein alkoholfreies, macht keinen Spaß. Dann kann man sich auch dort mal kurz sehen. Und damit möchte ich mich verabschieden für heute. Ich glaube, wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Hier gleiche Stelle, gleiche Welle. Wenn der Nelson morgens wieder aufsteht und seine Kinder ihn ausschlafen lassen haben, werden wir hier schauen, was aus den Setups wird oder geworden ist. Und damit sage ich danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen. Ihr könnt ein bisschen was mitnehmen und sage tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten. Tschüss, tschüss. Vielen Dank, Thorsten. Wünsche dir euch viel Spaß auf der World of Trading und wir hören und sehen dich dann in 14 Tagen hier wieder mit uns zusammen. Passen Sie auf jede Position auf und bleiben Sie gesund. Ciao, ciao.